Die Firma Trust hat mit der Produktreihe Vibes neue Peripherie im Portfolio, welches sich primär um das stimmungsvolle Ambiente in eurem Gaming Room kümmert. Ich habe für euch die Gelegenheit ergriffen, mir das Trust GXT 902 RGB Hexagon Light Panel Starter Kit etwas genauer anschauen zu können. Was wir am Ende für den Preis von 129,99 Euro erwarten dürfen, das schauen wir uns nun zusammen einmal in diesem Review an. Ich würde sagen, Spotlight an und los geht's! Wer sich heutzutage einen Gaming Room, Office oder Studio einrichtet, wird unter Umständen schon längst nicht mehr nur auf die eigentliche Hardware achten, welche in die jeweiligen vier Wände Einzug erhält, sondern auch auf das passende und stimmungsvolle Ambiente. Auf der einen Seite wären da Deko wie Kunstpflanzen, Wandtattoos oder stylische Gaming-Tische sowie Stühle. Und auf der anderen Seite eben stimmungsvolle RGB-Beleuchtung im PC, auf Maus, Tastatur, Headsets sowie bei diversen Lampen. Und genau in diese Kerbe schlägt nun auch die Firma Trust. Mit der neuen Produktreihe Vibes kommen Leitpaneele im Hexagon-Warmdesign. Diese sind aus Kunststoff gefertigt und lassen sich völlig frei kombinieren und mit Hilfe kleinerer Kunststoffverbindungen zusammenstecken. Das Starter-Kit kommt in einem schön designten 28,5 x 16 x 13 cm großen Karton daher. Enthalten sind zum einen die neuen Hexagon-LED-Leitpaneele sowie eine Steuereinheit, an der ihr auch das Kabel anschließen könnt. Darüber hinaus sind im Lieferumfang insgesamt 10 Klebepads und alternativ auch kleinere Schrauben zum Befestigen enthalten. Und zum Schluss darf selbstverständlich auch eine Remote, also eine Fernbedienung, nicht fehlen. Wobei, ehrlich gesagt, ist die gar nicht so wichtig. Warum? Dazu kommen wir später. Die Installation selbst ist relativ einfach und intuitiv. Die Paneele lassen sich an jeder Stelle mit Hilfe von kleineren Kunststoffverbindungen direkt verbinden. Wichtig hierbei ist jedoch ein kleiner Pfeil, auf den ihr achten solltet. Dieser zeigt immer von der aktuellen Lampe weg in die Richtung, in die ihr das nächste Modul verbinden wollt. Wie ihr die Paneele an der Wand am Ende befestigt, das ist euch überlassen. Trust liefert euch Klebepads, welche auf der Rückseite der Paneele befestigt werden können. Alternativ werden auch Schrauben mitgeliefert, um diese sicher an der Wand zu befestigen. Und dies würde ich euch auch wirklich dringend empfehlen. Die Pads sind relativ dünn und die kleine Ausbuchtung auf der Rückseite der Lampen sorgt dafür, dass die Pads wirklich kaum Kontakt zur Wand haben und diese hier bei uns im Office auf einer leichten Raufasertapete absolut keinen Halt hatten, auch wenn man über mehrere Minuten einen deutlich stärkeren Druck aufwendet. Grundsätzlich bietet euch Trust die Möglichkeit, die Hexagons über das direkte Steuergerät zu bedienen oder alternativ über die Fernbedienung. Diese allerdings hat auch bei uns im Test oftmals erst nach dem dritten oder vierten Mal drücken reagiert, obwohl der Infrarotsensor direkt in Sichtweite war. Das ist schon ärgerlich. Aber da wäre natürlich noch die dritte und die von meiner Seite aus auch wirklich die beste Möglichkeit, die RGB-Paneele zu steuern und auch hier wirklich dann die komplette Vielfalt auszunutzen. Hierfür installiert ihr die Trust Wi-Fi App mit Hilfe des QR-Codes, welcher in der Anleitung enthalten ist. Anschließend müsst ihr euch bei Trust registrieren, was jetzt für mich persönlich vollkommen okay ist, jedoch vielleicht für den einen oder anderen von euch definitiv noch zum Thema werden kann. Habt ihr euch aber einmal registriert, seid ihr über die App in eurem WLAN mit den Hexagon-Paneelen über euer Smartphone gekoppelt und habt nun die komplette freie individuelle Wahl, euch die Beleuchtung so einzustellen, wie ihr es möchtet. Möchtet ihr jedes Panel einzeln ansteuern oder doch eher alle zusammen? Wollt ihr wechselnde Farben oder eher ein statisches Leuchten? Eigene Effekte oder vorgefertigte Effekte? Musik gesteuert oder eher nicht? Hier sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich nutze sie aktuell nur mit der App und habe die Fernbedienung zur Seite gelegt. Aktuell nutzen wir hier beispielsweise im Office, wie ihr es im Hintergrund auch sehen könnt, die klassischen Farben zur Asus Produktreihe Republic of Gamer in Blau, Lila und Pink. Und am Ende steht dann noch ein Preis, und zwar 129,99 Euro. Ich habe mich jetzt selber die ganze Zeit gefragt, ist das ein fairer Preis? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Oder ist der Preis am Ende vielleicht doch etwas zu hoch? Das jetzt richtig einzuschätzen, ist ehrlicherweise gar nicht so einfach. Unterm Strich sind es denn eben auch nur Lampen aus Kunststoff.
Allerdings sind es eben auch 9 Stück, die miteinander verbunden sind. Wenn ich mich denn hier so im Office umschaue, dann haben wir hier auch weitere RGB-Lampen und 2 beispielsweise der ganz, ganz billigen Sorte kommen von der Marke Battletron. Diese gibt es paarweise bei der Einzelhandelskette Action zu erwerben. Diese lassen sich jedoch nicht im WLAN per App steuern, noch kann man diese erweitern. Auch lassen sich diese Lampen nicht einzeln oder in einzelnen Teilbereichen ansteuern. Die Verarbeitung ist hier wirklich nochmal ein ganzes Stück schlechter, denn hier kommt dann wirklich nur ganz günstiges Kunststoff zum Einsatz. Im Paket kosten diese beiden aber schon 10 Euro, also 9,98 Euro, und das macht ungefähr 5 Euro pro Lampe. Dass jetzt im Gegenzug dazu auch ein einzelnes Hexagon-Modul von Trust schnell mal mehr als das Doppelte kostet, gerade in Bezug auf Features, Technik und Verarbeitung, ist wiederum jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Befestigungsmaterialien und Fernbedienung sind am Ende ebenfalls im Lieferumfang enthalten. 129,99 Euro sind verdammt viel, aber sicherlich jetzt nicht völlig überzogen. Schon gar nicht im direkten Vergleich zu weiteren Konkurrenzprodukten. Und sind die Paneele einmal an der Wand und die App installiert, fügt sich das Trust GXT 902 perfekt in das eigene Gaming-Setup ein. Die Module leuchten schön hell und kräftig. Die Individualisierungsmöglichkeiten sind gefühlt grenzenlos. Es lassen sich über 3er Erweiterungspakete maximal bis zu 21 Paneele miteinander verbinden und das Design gefällt mir persönlich sehr gut. Wer auf solch spezielles Ambiente Wert legt und von RGB nicht genug bekommt, also so wie wir, dem können wir das Trust GXT 902 Starter Kit nur wärmstens ans Herz legen. Am Ende bleibt lediglich eine Remote, welche nicht immer 100% zuverlässig funktioniert hat, und Klebepads, die relativ dünn sind und zumindest auf einer leichten Raufasertapete nicht wirklich gut halten, der einzige Kritikpunkt. Diesen stehen dann aber jedoch Schrauben zur Befestigung sowie eine, wie ich finde, sehr übersichtliche App entgegen. Selbstverständlich möchten wir uns bei Trust für die Bereitstellung eines Exemplars bedanken. Ich hoffe, ich konnte heute buchstäblich etwas Licht für euch in das Dunkle bringen. Ich bin Gerrit von GameContrast.de. Selbstverständlich würden wir uns über ein Like und natürlich auch ein kostenloses Abo freuen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Für heute soll es aber gewesen sein. Ich darf mich von euch für heute verabschieden und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.